Hallo und herzlich willkommen zu Folge 62 von Let's Play Sims 4 Werwölfe. Nox ist gerade als erster wach. Laura wird heute wahrscheinlich irgendwann wütend werden. Linur auch. Ja. Was ich trotzdem gerne heute machen würde, wenn das irgendwie möglich ist, ist, dass wir nochmal schauen, ob wir vielleicht den Hund adoptieren können. Ich schicke jetzt hier gerade mal Nox runter, schon mal was zu frühstücken. Er hat nämlich Hunger. Und dann gucken wir mal, ob bei Greg die Schneemänner noch stehen, die wir da letzte Folge hingebaut haben. Warte, du kannst schon mal essen, das ist in Ordnung. Und sie stehen noch. Ich glaube, Greg war gar nicht da, ehrlich gesagt. Wir waren ja bis ziemlich spät in der Nacht noch wach und ich habe immer mal wieder hier geguckt und ich habe ihn nirgendwo gesehen. Aber ja, es bleibt spannend. Ich fand es immer noch sehr lustig. Ja. Ich bin je nachdem dafür, dass vielleicht Laura und Lino heute tatsächlich mal so ein bisschen drauf sind, sich rumraufen und Nox hier zu Hause bleibt und vielleicht einen Hund adoptiert. Ja, können wir vielleicht schon mal, oder warte, schicken wir euch erst nach draußen irgendwo. Wir könnten eigentlich das mal machen, ne? Wollt ihr vielleicht mal zu Lou bei den Wildfangs dahin gehen? Wer geht hier? Ah, es ist nicht Morgan. Morgan ist tatsächlich jetzt eine Zeit lang nicht gekommen. Ne? Denn, also der war ja ganz lange wirklich so ein Stalker Morgan, deswegen habe ich ihn ja auch so genannt. Und dann aber auch eine ganze Zeit lang nicht. Oder ihr könnt auch zu eurem eigenen Rudel gehen, fällt mir jetzt ein. aber wir müssen unbedingt auch nochmal mehr, aber da läuft Joffrey, mehr mit der Gruppe machen, wo wir ja mit allen Werwölfen hier zusammen sein können. Dann kannst du mal hier hingehen und Laura auch. Und dann könnte Nox mal am Handy schauen, ob wir irgendwelche süßen Hundis adoptieren möchten. Wo sind wir? Haushalt. Oder ich warte gerade, bis sie aus dem Haus sind, weil die sind teilweise sehr, sehr schnell da. Und der Gedanke ist ja so ein bisschen, dass wir Laura damit überraschen würden. Also gucken wir da mal, wie das funktioniert. Ich räume hier für dich schon mal den Teller weg. Lino ist schon zürnend. Okay, gut. Dann jetzt aber gucken wir mal. Vielleicht sehen wir ja, wie hieß sie? Lola? Lotta? Lotta hieß sie, glaube ich. Vielleicht sehen wir ja Lotta wieder. Stellt euch vor, ich würde mich verklicken und aus Versehen ein Kind adoptieren. Okay, das sind andere Hunde. Das sind komplett andere Hunde. Genau. Dann gucken wir mal, was wir hier haben. Ja, Maya. Das ist ein Yorkshire Terrier. Ich glaube, das sind aber nur klein. Hier ist Lola, immer noch. Nein. Das ist nicht Lola. Lola, die wir kennen, war sterilisiert. Ist das die gleiche Lola? Wen haben wir sonst noch hier? Ein Snoodie. Snoodle. Snoodle heißt es ja. Ich dachte gerade für einen Moment, er würde Moki heißen, wie diese Affenkreaturen bei Ori. Ein Mischling. Also ich würde gern vielleicht Lola mal kennenlernen. Riesenschnauzer. Ich glaube, Riesenschnauzer sind aber auch nicht so groß. Bist du ein Welpe? Ja. Shetland Shep Dog. Also ein Shetland Schäferhund. Ist das richtig? Das könnte auch cool sein. Ich möchte aber irgendwie gerne sehen, ob Lola die gleiche Lola ist, die wir letztes Mal hatten. Weil ich kann mir vorstellen, dass nicht, weil die Lola, die wir da kennengelernt haben, war sterilisiert. Aber das wäre doch total merkwürdig, wenn wir zweimal den gleichen Hund hätten und zweimal also den gleichen Namen. Okay. Nee, es ist ein anderer Hund. Bist du auch aggressiv? Ja. Oder? Warte, lass mal hier gucken, ob das stimmt. Okay, wir wissen es noch nicht von ihr. Sie hat aber ängstlich reagiert oder ablehnend reagiert. Wir können mal ein Leckerchen geben und kennenlernen. Oh, sie ist energiegeladen. Nein, es ist ein anderer Hund.
Weil dieses Balgen hatten wir nicht bei Lola Lola, die wir vorher hatten. Nein, sie heißt auch nicht Lo Ah, sie heißt Lola und nicht Lotta. Und ich hatte eben, glaube ich, Lotta aus Versehen Lola genannt. Kann das sein? Oh, ich muss nochmal gucken. Sie ist laut. Okay. Ich muss nochmal gucken. Ich weiß nicht, wie hieß der Hund denn, den wir hatten am Anfang? Der hieß aber sehr ähnlich. Kann das sein? Ich wechsle nochmal gerade hier rüber zu den anderen. Kannst du hier auch nochmal was zu Rudelressourcen beitragen? Weißt du was, du könntest mal einen Jagdtrupp leiten mit den anderen. Und noch ein bisschen. Oh, dir ist zu kalt. Komm mal mit jagen. Vielleicht wird dir dann ein bisschen wärmer. Schatzi, du bist blau gefroren. Zieh dir doch was Warmes an. Okay. No. Ist das süß. Oh. Ich glaube, es ist ein anderer Hund. Vielleicht ist das die Zwillingsschwester von dem Hund, den wir vorher hatten hier. Haben wir irgendwas rausgefunden? Laut, ja. Können wir noch ein paar Mal kennenlernen? Wir müssen gucken, dass wir diesmal nicht so lange. Die schimpft mit dem Hund. Für was denn? Sie hat doch gar nichts gemacht. Können wir mal streicheln? Seid ihr nicht lieb zu euren Hunden? Ich meine, manchmal muss man mit Hunden, also was heißt, muss man mit Hunden? Aber man muss Hunde erziehen. Das kann auch beinhalten, dass man mal sagt, auch mal deutlich sagt, dass irgendwas nicht okay ist, aber aktiv. Ja, das wussten wir ja schon. Okay, das läuft eigentlich ziemlich gut mit ihr, oder? Also ich komme mir irgendwie komisch vor, dass wir den gleichen Hund adoptieren, aber es ist ein anderer Hund. Ich wollte gerade mich beschweren, dass sie bei uns an den Küchen. Sie ist aggressiv. Ja, ist es jetzt der gleiche Hund oder nicht? Ich verstehe nicht, ob das der gleiche Hund ist oder nicht. Ich meine, ihr könnt jetzt einfach nebendran die nächste Folge aufmachen, wo, also die Folge, wo wir sie vielleicht schon kennengelernt haben. Können wir mal Freundschaft anbieten, vielleicht? Aber sie hat sich eigentlich nicht aggressiv gezeigt uns gegenüber bisher, oder? Und naja, beim Vor. Warum läufst du raus? Wovor hast du Angst? Okay, das hat nicht geklappt. Oh. Ich habe das Gefühl, wir konnten doch beim anderen Hund nicht balgen, oder? Das konnten wir nicht. Ich glaube, das ist ein. Ist das ein anderer Hund? Ich bin so verwirrt. Okay, ihr seid zurück. Ist Christopher noch tiefgekühlt? Ist der noch irgendwo hier? Der ist nicht mehr hier. Okay, möchtest du dann mal hier zu Rudelressourcen beitragen? Fleisch und du könntest mal zu Rudel. Ah, du kannst gar nicht. Okay. Okay, aber wir freuen uns an mit ihr. No. So ist Auri auch. Auri spielt total viel.
Also als sie noch kleiner war, konnte man sie auch eigentlich nicht kuscheln, weil sie einen immer dann, also nicht gebissen hat im Sinne von gebissen, aber halt so Spielbeißen, also wo die Hunde halt nicht wirklich mit den Zähnen beißen, aber halt so halt mit einem Spiel. Wir wollen ein Tierfreund sein. Ja, wir sind sowas von ein Tierfreund. Wisst ihr was, was ich mir jetzt denke? Wenn Nox ein Tierfreund ist, dann fühle ich mich auch eher gewachsen, mit Hunden umzugehen. Wisst ihr, wie ich meine? Dann sehe ich ihn eher als jemand, der ein Händchen hat für Tiere. Ich war halt vorher verunsichert, weil wir vorher noch nie einen Hund hatten. Und aggressive Hunde. Und das kommt ja auch drauf an, was meint das Spiel damit. Also in Sims 4 kann ja kein Hund in Sim beißen, in dem Sinn. Oder halt ernsthaft verletzen. Also wo jetzt irgendwie. Was ja Bedenken sind, die man hat, wenn man im echten Leben einen aggressiven Hund hat, dass er andere Hunde verletzt, dass er vielleicht einen selber verletzt. Und da ist es ja total wichtig, dass sich der Mensch, der sich um den Hund kümmert, damit auskennt, dass halt dem Hund nichts passiert und niemand anderem was passiert. Und ich denke mir hier, wenn der Hund halt einfach so ein bisschen mehr misstrauisch ist, mehr knurrt, weniger zutraulich ist am Anfang. Und Nox ist ein Tierfreund. Ich glaube, dann kriegen wir das hin. Ich glaube, wenn wir im echten Leben wären und Lola wäre halt aggressiv im Sinne von halt ernsthaft aggressiv gegenüber Menschen und Tieren, was ja in Sims gar nicht wirklich so funktioniert, dann würde ich sagen, nur wenn Linur und Laura irgendwelche Superkräfte haben, weil sie Werwölfe sind, oder einer von denen in der Vergangenheit schon viel mehr Hundeerfahrung bekommen hat und wir wissen das einfach nur nicht und hat es mehr ausgebildet da drin, mit Hunden umzugehen. Dann wollen wir dich mal adoptieren. Ja. Und ich meine, Laura ist ja auch Hundefreundin. Das heißt, Laura wird auch gut mit ihr klarkommen. Ja. Lola. Ich fand irgendwie Lotta schöner, aber ich möchte sie jetzt nicht noch umbenennen. Lola Lotta ist auch, ist, es gab doch mal diese Kinderserie Lola Langohr. Oder nein, es war keine Serie, sondern es war irgendwie sowas, was beim Sandmännchen manchmal kam. Und sie hat ja lange Ohren. Ups, Lola Langohr. Wisst ihr, wovon ich rede? Es war irgendwie so ein, ich glaube, es war ein Hase. Und dann kamen irgendwie Leute und wollten irgendwie ihre Probleme gelöst bekommen, irgendwie. Und dann gab es irgendwie so ein Lied, was da immer gesungen hat, und dann irgendwie, und dann fragt Lola Langohr. Wisst ihr, wovon ich rede? Oder irgendwie bilde ich mir das gerade ein. Oh! Oh! Wie süß! Wir haben einen guten Ruf bekommen, das meine ich aber auch. Können Sie mal loben? Guck mal, wie schön sie sich hier in unserer Familie eingefügt hat. Können noch mal balgen. Und dann, ich würde wirklich gern, dass wir Freundschaft schließen mit ihr. Ich meine, wahrscheinlich braucht sie auch einfach ihre Zeit. Das ist auch möglich. Weil ich meine, Hunde sind ja nicht aggressiv, weil sie einfach aggressiv sein wollen. Hunde sind aggressiv, weil sie unsicher sind, weil sie Angst haben, weil sie schwierige Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben, weil sie so im Überlebensmodus drin sind. Und da kann man halt auch nicht erwarten, eigentlich, dass ein aggressiver Hund sofort am ersten Tag sagt, ja, wir sind jetzt beste Freunde. Halt, das ist einfach nicht fair dem Wuffi gegenüber, wisst ihr, wie ich meine? Okay. Christopher, bist du inzwischen wieder aufgetaut? Es scheint so, okay. Können wir dann mal uns mit dir ein bisschen beschäftigen? Ist eigentlich Lino jetzt schon am Herumwüten? Das könnten wir dann. Ups, das wollte ich gar nicht. Oh, können wir vielleicht irgendwas Werwolf-mäßiges machen? Um Rudel-Mentoring bitten. Ja, mach das mal, das finde ich gut. Ich möchte irgendwie gar nicht mich mit ihm um den Alpha-Rang kloppen. Weil ich glaube, wir könnten das vielleicht irgendwann schaffen, wenn wir da genug üben. Aber ich denke mir halt auch irgendwie, wir sind bei der Moonwood-Kommune, darum geht es da ja gar nicht. Also ich nehme auch mal an, dass das ja auch recht
Also jetzt nicht irgendwie so, ich bestimme einmal und dann müsst ihr alle sagen, alle machen, was ich denke, sondern es ist ja wahrscheinlich dann auch sehr, ja, irgendwie auch, dass das vielleicht Christopher das mehr moderiert, aber nicht bestimmt, wisst ihr? Musst du gerade ein bisschen flitzen? Hier, der Hund hat die Zoomies. Na, Auri hat auch manchmal die Zoomies. Oh, Laura kann mit ihr joggen gehen. Das ist voll die gute Idee. Können wir nochmal Freundschaft anbieten? Ich weiß, wir probieren das im Moment ständig. Aber halt, ich möchte gerne das Angebot machen. Und wir werden angerufen von Lilly. Okay. Oh, und Lino geht's wieder gut. Das ist doch schön. Herr, aber du bist irgendwie immer noch wütend. Oh, Nox muss mal. Okay, warte, ich muss gerade mal gucken. Ach, guck mal, du bist schon wieder nicht mehr wütend. Und du auch nicht. Okay, dann, meine lieben Süßen, könnt ihr auch mal nach Hause kommen. Hehehehe, weil wir haben eine Überraschung für euch. Ach ja, oh, Laura wird sich so freuen. Okay. Dann kannst du mal hier hingehen und du kannst auch mal hier hingehen. Oh, wir müssen noch jede Menge Krams kaufen für den Hund. Das hätte ich jetzt glatt vergessen. Ups. Ja, er ist laut, der Hund. Sie ist laut, die Hündin. Ich meine, wenn sie aktiv ist, da hat sie ja hier eigentlich viel Platz, wo sie auch laufen kann. Ach, guck mal, da hinten ist auch ein Schneemann. Ich glaube, das hat die Tante vom Adoptionsdienst gebaut. Oder Tante ist vielleicht so ein bisschen abfällig, das sollte ich nicht sagen. Die Dame vom Adoptionsdings hat das gebaut. Ach du, wo bin ich hier gerade eigentlich? Ach, da ist das. Okay, ich verstehe, wo ich bin. Ich will nur gucken, ob hier die Schneemänner noch stehen. Die stehen auch noch. Okay. So. Kannst du mal. Ach, guck mal, Lino ist schon hier. Kannst du dich dem Wuffi mal vorstellen? Ah, ihr kennt euch auch schon. Wollt ihr euch auch mal kennenlernen? Okay, der Hund ist so aufgeregt, er muss im Moment überall rumrennen. Der kann sich irgendwie noch nicht so entspannen, um ja, sich zu unterhalten hier. Oder was heißt zu unterhalten? Aber ich meine, um. Es ist ja auch viel, was man dann irgendwie so mitkriegt. So, dann sagt Lino hier kurz Hallo und dann würde ich sagen, es ist Laura dran. Brauchst du eigentlich gerade irgendwas so tierpflegemäßig? Ich glaube nicht. Du wirkst ziemlich angespannt. Oh, guck mal, aber wir sind eigentlich schon ziemlich gut miteinander. Wir könnten mal Freundschaft anbieten. Guck mal, wir kennen Lola fast besser als Nox. Wir sind Freunde. Das ist ja krass. Warum bist du traurig? Schuld durch Verwandlung. Jetzt sind wir die anderen Emotionen, haben wir nicht mehr in der Art und Weise. Jetzt ist es das. Ja, sollen wir mal sagen, nächste Folge kommt die große Überraschung. Vielleicht, wisst ihr was, vielleicht hat Nox Linur eingeweiht, dass er einen Hund adoptieren will. Und vielleicht, also ich weiß nicht, ob das Spiel irgendwie das falsch gemacht hat, dass es gedacht hat, Linur wäre derjenige, der mit ihr interagiert hätte vorher, aber in Wirklichkeit war es Nox. Wobei ich mir immer noch nicht sicher bin, ob das derselbe Hund ist oder nicht. Irgendwie, das ist sehr verwirrend, weil ich, also zunächst mal, ich muss gucken, ob es der gleiche Name ist. Und auch, ich hätte schwören können, der Hund letztes Mal war nicht aktiv. Da konnten wir nicht mit balgen. Okay, aber dann kann Laura nächste Folge mal Lula kennenlernen. Und dann brauchen wir außerdem noch Krams für unser liebes Wuffi-Kind. Und genau. Dann gucken wir mal, wie sich Lula hier bei uns in der Familie einlebt. Gut, dann ja, beende ich die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!